Gesund und günstig einkaufen mit ganz bewussten Ausnahmen. Hallo und herzlich willkommen zur Lebensfuchs Einkaufswoche. Mein Name ist Janine. Diese Woche war ich in vielen Läden einkaufen, habe Angebote geholt und ziemlich gesund gegessen, weil ich gar nicht in Versuchung kam für Pizza oder anderes Fastfood. Was ich gemacht habe, siehst du jetzt. Diese Woche war ich gleich am Montag einkaufen, weil ich wieder Salat aus dem Angebot haben wollte, nämlich bei Kaufland. 1,11 Euro das Stück habe ich 3 Stück geholt. Und dann hatte ich letzte Woche ja schon gesagt, ich möchte noch etwas mehr Skier holen. Bei Kaufland geht ja die Angebotswoche immer von Donnerstag bis Mittwoch, sodass man dann Anfang der Woche immer noch dieselben Angebote hat wie letzte Woche. Und deshalb habe ich nochmal 2 Becher Skier mitgenommen für 99 Cent das Stück statt 1,49, finde ich ein gutes Angebot. Und für meinen Salat habe ich dann nochmal eine Packung Hirtenkäse hier von Patros aus dem Angebot mitgenommen, 1,49. Und dann habe ich gesehen, der Almigurt ist im Angebot und ich esse den so gerne. Ist natürlich eine Süßigkeit, das muss man wissen. Aber immerhin habe ich den mit weniger Zucker genommen und der kostet 29 Cent das Stück. So einen kleinen Nachtisch habe ich dann immer gerne. Bezahlt habe ich 7,38 Euro. Ja, zu dem anderen Nachtisch komme ich dann auch gleich. Die Dickmanns, ja, ein bisschen. Ich bin ja so schokosüchtig, ne? Ich brauche immer irgendwas so mit Schokolade. Deshalb habe ich mir eine Packung Dickmanns bei Edeka geholt, im Angebot für 1,59. Und noch im Angebot eine Packung Trauben für 1,99. Bezahlt habe ich 3,40 Euro. Ich habe nämlich am Wochenende gedacht, irgendwie habe ich diesen Winter jetzt genug Haferbrei zum Frühstück gegessen und dass ich vielleicht doch mal wieder auf Skier wechsle, Skier mit Obst, und weil der Skier im Angebot ist und die Trauben auch, dachte ich, es ist eine gute Gelegenheit. Ich mache mir dann immer gerne so Kakao in den Skier mit rein. Wie gesagt, ich bin schokosüchtig. Kakao ist übrigens gesund, ne? Also ungesund ist ja nur diese Schokolade mit Zucker, aber Kakao ist gesund. Da kommt ein Backkakao in den Skier rein und ein paar Trauben dazu. Ja, dann war ich noch bei Edeka kurz gegenüber bei Lidl, und Lidl hatte nämlich diese Roma-Tomaten im Angebot. Ein super Angebot, 85 Cent, die 500 Gramm, ein toller Kilopreis, bezahlt nämlich 1,70 Euro für 1 Kilo Tomaten. Die nächsten 3 Abende gibt es gemischten Salat, mit dem gekauften Salat von heute, den Tomaten und ein paar selbstgezogenen Sprossen. Und da sind irgendwo auch noch ein paar Nudeln und der Patros-Käse drin. Ich habe mir zum Frühstück Kakaoquark gemacht, eben Quark drin, natürlich Kakao und auch ein paar Leinsamen und Haferflocken. Und dann ein paar Weintrauben oben drauf. Im Sommer gibt es gern Erdbeeren, aber die sind noch nicht Saisonprodukt und schmecken nicht. Aber mit Weintrauben schmeckt es auch gut. Du kannst natürlich auch anderes Obst nehmen. Weil ich letzte Woche so kochfaul war und jetzt irre viele Vorräte habe, gibt es diese Woche überwiegend Kohl und Kartoffeln, und ich habe mir eben hier Coleslaw gemacht und dann Wedges im Ofen, und dann wird es vielleicht noch Kohlpfanne geben mit Kartoffeln natürlich, und genau das wird es diese Woche eben geben, diese 2 Gerichte, Coleslaw und Kohlpfanne. Einige werden jetzt sagen, es ist aber einseitig. Ja, mag sein, es hat aber viele Vorteile. Erstens, ich muss nicht jeden Tag überlegen, was ich esse. Zweitens, ich muss nicht so viele verschiedene Dinge einkaufen. Und drittens, das Wichtigste für mich ist, das Essen ist fertig. Weil ich mir natürlich nicht nur eine Portion Coleslaw mache, sondern das sind immer so 3 Portionen circa. Und dann ist der fertig. Und auch bei der Kohlpfanne werde ich vielleicht nur eine Portion kochen, die dann in die Pfanne passt. Aber ich werde das alles in einem Rutsch vorbereiten. Und die klein geschnittenen Sachen muss ich dann einfach nur noch in die Pfanne tun. Ja, deshalb, man nennt es auch Meal Prep, und das finde ich so wertvoll daran, wenn man mehrmals die Woche dasselbe isst.
Ich war am Mittwoch noch mal kurz bei Kaufland, weil ich eh in der Gegend unterwegs war und da wollte ich das Wochenangebot, was ja bei Kaufland mittwochs immer zu Ende geht, noch einmal mitnehmen, nämlich drei Salate für 1,11 € und den Patros für 1,49 € bezahlt habe ich 4,82 €. Es gab jetzt 3 Tage lang zum Mittag Krautsalat mit Kartoffelspalten. Dies ist jetzt Tag 4 und es wird 3 weitere Tage lang Krautsalat mit Kartoffelspalten geben. Und ich muss sagen, ich bin selbst positiv überrascht, dass es mich nicht stört. Also ich habe das noch nicht übergessen. Ne, manchmal ist ja so, wenn man immer dasselbe isst, dann kann man es irgendwann nicht mehr sehen. Ist bei mir nicht der Fall. Ich esse es immer noch gerne. Es schmeckt gut. Und der große Vorteil ist tatsächlich, dass ich erstens weiß, was es zu essen gibt und es zweitens fertig ist. Ne, also gut, ich musste jetzt am Tag 4 den Krautsalat neu anmixen und dann jeden Mittag halt die Kartoffeln in den Ofen packen, aber das geht ja schnell. Und so komme ich einfach nicht in Versuchung, mir irgendetwas Ungesundes zu machen und mir eine Tiefkühlpizza zu holen oder so. Also es hat einfach Vorteile, wenn man quasi Meal Prep betreibt. Freitag war ich noch einmal einkaufen und zwar hatte Penny ab Donnerstag bzw. Freitag Angebote, die mich interessiert haben. Und zwar einmal der Skier. Ich habe jetzt zwar jede Menge von Kaufland, aber wenn ich jetzt jeden Morgen Skier mit Weintrauben oder anderem Obst frühstücke, dann geht der ratzfass weg und ich nutze den ja teilweise auch zum Backen oder als Salatsoße. Und deshalb passt das. Das einzige Problem ist jetzt, dass mein Kühlschrank zu klein ist und es draußen auch extrem warm geworden ist, sodass der Balkonkühlschrank nicht mehr funktioniert. Aber ich werde es irgendwie hinkriegen. Ich kann ganz gut packen. Fünfmal Skier für 99 Cent und die Tomaten im Angebot für 1,99 €. Die kosten jetzt 1,80 €. Ich habe gesehen bei Kaufland Tomaten im Angebot ab heute für 1,49 €. Wären 50 Cent weniger gewesen. Aber Kaufland ist in einer ganz anderen Richtung und ich wäge das immer ab, ob es sich lohnt, dann die Zeit zu investieren. Und bei 50 Cent denke ich mir, nee. So, dann Gurke im Angebot für 69 Cent und Milka-Schokolade im Angebot für auch 69 Cent. Ich habe zwar noch jede Menge, ich habe noch einen riesigen Stapel Milka-Schokolade, aber es gibt in der Smeggle-App 25 Cent Cashback auf Milka und da dachte ich, das ist dann natürlich ein unschlagbares Angebot. Deshalb habe ich eine Tafel mitgenommen. Ja, bezahlt habe ich 8,13 € bei Penny und dann hatte ich einen Payback-Coupon und zwar 100 extra Punkte. Ja, und ja, also sind also insgesamt 104 Punkte, die ziehe ich dann nochmal von der Einkaufssumme ab, weil ich die ja damit gespart habe. Und dann bin ich noch bei Rewe rein, das liegt auf dem Weg. Da sind Trauben im Angebot für 1,79 €. 2 Stück macht 3,58 € und auch hier hatte ich Payback-Coupons, nicht ganz so viele, aber insgesamt 35 Punkte, einmal 10-fach auf alles, 7-fach auf Obst und der 20-fach, der war in dem Coupon-Kalender von der Payback-App drin, auch nochmal auf Obst und Gemüse insgesamt, also nochmal 35 Cent extra gespart. Diese Woche habe ich nach Abzug von Cashback und Payback-Punkten 27,37 € ausgegeben. Damit bin ich nach ganzen 5 Wochen mal wieder über 25 €, aber immer noch unter 30 und das, wo ich so viel Skier auf Vorrat gekauft habe. Ich bin also sehr zufrieden mit meinen Einkäufen die letzten 6 Wochen und hoffe, dass ich dich mit diesen Videos dazu animieren kann, auch bewusster einzukaufen. Diese Woche bekam ich schon wieder Nachricht, dass die Gesellschaft für Konsumforschung, kurz GfK, immer noch händeringend Studienteilnehmer für Haushaltseinkäufe sucht. Ich selbst nehme nun seit genau 5 Jahren daran teil und alle Teilnehmer leisten einen wichtigen Beitrag für die Marktforschung, also das Einkaufsverhalten der Gesellschaft. Wenn die Medien zum Beispiel berichten, dass im letzten Jahr mehr oder weniger Bio gekauft wurde oder überhaupt mehr Gemüse oder vegane Ersatzprodukte, dann kommen die Daten dazu genau aus solchen Studien. Und das ist ganz einfach. Du scannst deine Einkäufe mit deinem Handy ein und erhältst dafür Einkaufsgutscheine. Ich packe dir den Link unten in die Videobeschreibung. Im Video oben rechts kannst du dir anschauen, wie das Ganze funktioniert. Dann verabschiede ich mich und freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Ciao, ciao!